In diesem Video werden wir uns mit zwei Aufgaben zum Thema Lichtbrechung auseinandersetzen und starten zuerst mit etwas, was ich gerne als die Formelsammlung für das Thema bezeichnen möchte. Wir erinnern uns, wir kennen das Snelliusche Brechungsgesetz. N1 durch N2 ist gleich Sinus Beta durch Sinus Alpha. Was war nochmal N1? N1 ist der Brechungsindex eines Mediums. N2 Brechungsindex des zweiten Mediums, Sinus Beta bzw. der Winkel Beta selbst ist der Winkel in dem zweiten Medium und Alpha der Winkel in dem ersten Medium. Und das Snelliusche Brechungsgesetz hilft uns, die Lichtwege beim Übergang von einem Medium in das andere Medium zu bestimmen. Und dann schauen wir uns Brechungsindexe von ein paar Medien. Und zwar nehmen wir einmal die Luft. Die Luft hat einen Brechungsindex, der beinahe bei 1 liegt und wir werden das meistens mit der 1 dann abrunden. Wasser hat einen Brechungsindex von 1,33. Glas, je nachdem, wie das Glas zusammengesetzt ist, gibt es ja ein Spektrum von Brechungsindexen. Aber im Schnitt liegen diese so bei ungefähr 1,5. Deshalb werden wir mit diesem Wert rechnen. Und der Brechungsindex eines Diamanten liegt bei 2,4. Nun kommen wir zu den Aufgaben. Die erste Aufgabe: Zeichne den Verlauf eines Lichtstrahls, der auf eine 3 cm dicke Glasscheibe unter dem Winkel Alpha von 30 Grad fällt. Und die zweite Aufgabe, die ist ja ziemlich ähnlich und etwas gebastelt, muss ich auch zugeben. Zeichne den Verlauf eines Lichtstrahls, der unter dem Winkel Alpha von 40 Grad auf die Oberfläche eines Diamanten im Wasser fällt. Beschränke dich nur auf den Wasser-Diamant-Übergang. Heute soll es nicht darum gehen, besonders interessante Aufgaben zu machen. Wir wollen an dieser Stelle den Umgang, vor allem den Umgang mit dem Taschenrechner und den Umgang mit dem Zirkel und dem Geodreieck üben. Zu jeder Aufgabe möchte ich zwei Varianten vorstellen, wie man damit umgehen kann. Wir starten mit der ersten Aufgabe und direkt mit der ersten Methode, mit der Verwendung der Winkel Alpha und Beta. Wir starten mit dem Snelliusschen Brechungsgesetz. N1 durch N2 ist gleich Sinus Beta durch Sinus Alpha. Was wir auf jeden Fall berechnen müssen, ist der Winkel Beta bei dieser Methode. Also müssen wir die Gleichung so umformen, dass wir an Beta drankommen. Momentan ist es so, dass Beta auf der rechten Seite der Gleichung steht. Das werden wir auch so lassen. Was auf der rechten Seite stört, ist Sinus Alpha. Deshalb multiplizieren wir die beiden Seiten der Gleichung mit Sinus Alpha, damit es hier aus dem Nenner verschwindet. Und dann taucht der Sinus Alpha natürlich auf der anderen Seite im Zähler. So, also bekommen wir N1 durch N2 mal Sinus Alpha ergibt den Sinus Beta. Und nun müssen wir einfach unsere Zahlen einsetzen. N1 ist der Brechungsindex der Luft, N2 der Brechungsindex vom Glas, also entsprechend 1 und 1,5. Und der Winkel Alpha ist der Winkel in der Luft, also schreiben wir hier 30 Grad. So, nun müssen wir den Taschenrechner verwenden. Ich werde hier die Bedienung von zwei Taschenrechnern zeigen. Wir starten mit dem Inspire CX von Texas Instrument und starten hier einfach eine neue Datei, indem wir die 1 drucken. So, ich möchte das alte Dokument nicht speichern, danke. Und jetzt fügen wir einen Calculator hinzu, entweder mit der 1 oder entweder hier draufklicken oder einfach die 1. So, wir wollen den Sinus von 30 Grad berechnen und jetzt ist natürlich die Frage, wie finden wir diesen? Die Sinusfunktion ist eine trigonometrische Funktion und die trigonometrischen Funktionen bei den Inspire CX
finden wir rechts neben der Gleichheitstaste bzw. links neben der 7. Da gibt es eine Taste mit den Buchstaben TRIG. Die stehen für Trigonometrie. Und Trigonometrie ist sozusagen, also auf Deutsch übersetzt wurde es die Dreiecksfunktionen bedeuten. Klicken wir jetzt einmal drauf. Und nun können wir von den Funktionen eine gewünschte aussuchen. Was wir brauchen, ist der Sinus. Und wir können es eigentlich auch schon merken, darunter ist der Arcosinus, also der Sinus mit einem hoch minus 1. Aber alles nacheinander. Zuerst der Sinus. Und jetzt können wir unsere 30 Grad eintragen. Enter. Es ist also 0,5. Ganz wichtig bei dem Umgang mit den trigonometrischen Funktionen ist, dass wir die Winkel in der passenden Einheit messen. Wenn wir im Grad messen wollen, müssen wir darauf achten, dass hier die Einstellung hier DEG für Degree, Englisch für Grad, steht. Es gibt nämlich verschiedene Möglichkeiten, Winkel zu messen. Und wir haben uns jetzt dafür entschieden, das normale Gradmaß zu verwenden. Also müssen wir darauf achten, dass da hier Degree steht. Wir können auch einmal hier draufklicken und dann wird es umgeschaltet zum RAD, das steht für Radiant. Und das ist der sogenannte Bogenmaß. Wenn da RAD steht, einmal draufklicken, damit wir Degree haben. Der zweite Taschenrechner, den wir benutzen, ist GeoGebra, bei mir zu finden unter Grafikrechner. Öffnen wir die App und finden den Sinus in dem Tab FX in der linken oberen Ecke. Einfach auf Sinus klicken, zu der normalen Tastatur wechseln, 30 eingeben, Enter und dann bekommen wir den Wert 0,5. Auch hier müssen wir darauf achten, dass wir den richtigen Winkelmaß haben. Klicken auf die Einstellungen unter Allgemein, Winkeleinheit, da ist Grad, sollte was anderes da sein, müssen wir das entsprechend ändern. So, jetzt können wir einfach auf die Oberfläche draufklicken und die Einstellungen schließen. Nun können wir unsere Rechnung fortsetzen. 1 durch 1,5 sind 2 Drittel, mal 1,5 ist dann der Sinus Beta. Also insgesamt 1 Drittel gleich Sinus Beta. Da uns Beta interessiert, müssen wir den Sinus umkehren, also den Arcosinus auf beide Seiten der Gleichung anwenden. Und auch das schauen wir uns in den Taschenrechnern an. Und auch hier starten wir zuerst mit dem Nspire CX. Wir finden den Arcosinus unter den trigonometrischen Funktionen. Da ist der Arcosinus unter Sinus hoch minus 1. Und wir wollen den Wert von 1 Drittel berechnen. Ich trage das immer so ein, dass ich dann 1 geteilt durch 3 reinschreibe. Enter und wir bekommen einen Winkel von 19,4712 Grad, also ungefähr 19,5 Grad. Bei GeoGebra ist es natürlich ähnlich einfach. Unter Fx, unter dem Sinus, finden wir den Arcosinus und auch hier geben wir 1 geteilt durch 3. Dann bekommen wir sogar direkt die Bruchdarstellung und auch hier bekommen wir einen Winkel von ungefähr 19,5. Also notieren wir noch schnell die Werte. Wir bilden den Arcosinus von 1 Drittel und das entspricht dann dem Winkel Beta. Und ausgerechnet haben wir das und das sind ungefähr 19,5 Grad. Okay, jetzt wollen wir den Umgang mit dem Geodreieck üben und zeichnen zuerst die erste Grenzfläche. Das ist die Grenzfläche zwischen der Luft und dem Glas. Und die zweite Grenzfläche, 3 cm drunter, hier habe ich einfach die Kästchen gezählt, 6 Stück, das entspricht dann 3 cm Dicke. Das ist natürlich die Zwischenschicht, die ist natürlich das Glas und darunter kommt die Luft. Und jetzt markiere ich ein Lot zwischen der ersten Luftschicht und dem Glas. Und jetzt unter dem Winkel von 30 cm. Ich mache das immer so, dass ich den Nullpunkt dahin setze, wo sich die Grenzschicht
und das Lot treffen. Da setze ich den Nullpunkt entlang des Lots, markiere ich den Winkel, den ich brauche. Hier versuche ich 30 Grad einzuvisieren, das wird mir gleich auch ziemlich gut gelingen. Und dann kann man entlang der Grundlinie den ersten Teil des Lichtstrahls zeichnen. Also hier unter dem Winkel von 30 Grad, das ist der Winkel Alpha. Und jetzt brauchen wir den Winkel in der Glasschicht. Wir haben jetzt ausgerechnet, das sind 20 Grad. Das habe ich beziehungsweise 19,5 Grad, also irgendwo zwischen 20 und 19. Man sieht es hier nicht so ganz genau, aber ich habe ungefähr versucht, die Mitte da zu treffen. Und jetzt müssen wir einen Strich zwischen den beiden Geraden zeichnen. Das ist nämlich der Strahl in der Glasschicht. So, das ist der Winkel Beta. Und jetzt haben wir im Prinzip den Strahlensatz. Die Glasfläche hat jetzt hier diese Eigenschaft, dass die beiden Grenzschichten parallel zueinander sind. Also ist dieser Winkel hier der Winkel Beta. Und das hilft uns gleich. So, zu diesem Winkel können wir wieder ein Lot zeichnen. Das ist wie gesagt Beta. Und nun können wir unsere Rechnung rückwärts wieder verwenden. Im Prinzip haben wir das gleiche wie hier, nur in die andere Richtung. Diesmal haben wir die Winkel in der anderen Reihenfolge. Aber der Übergang ist im Prinzip derselbe. Wir haben jetzt wieder Luft-Glas-Übergang. Deshalb ist der Winkel, und an dem wir die Glasschicht verlassen, wieder der Winkel Alpha, also 30 Grad. Hier können wir uns die Rechnung sparen. Ich visiere hier die 30 Grad an und dann haben wir hier gleich den Verlauf des Lichtstrahls. So, und damit sind wir im Prinzip fertig. Und hier noch eine nette Sache. Der Strahl, bevor wir jetzt auf die Glasschicht treffen, und der Strahl, nachdem wir die Glasschicht verlassen haben, ist bei dieser Geometrie, bedeutet, die zwei Grenzschichten sind parallel zueinander. Dann ist der Strahl vor der Glasschicht und der Strahl nach der Glasschicht. Beide Teilstücke sind parallel zueinander. Hier deute ich das mit einer ganz dünnen Linie nochmal an. Nun kommen wir zu der zweiten Methode, die ist mehr oder weniger rein geometrisch oder versteckgeometrisch. Also nochmal die erste Aufgabe, diesmal die Methode 2, Verwendung der Strecken Sinus Alpha und Sinus Beta. So, wir starten jetzt mit der Zeichnung und zeichnen erstmal zwei Geraden, die die Grenzschichten darstellen, die erste Schicht, und jetzt sechs Kästchen drunter die zweite Grenzschicht. Damit haben wir eine Dicke von dem Glas von 3 cm und jetzt zeichne ich einfach ein Lot. Der Lichtstrahl fällt unter dem Winkel von 30 Grad, also zeichne ich den mal. So, und nun kommen wir zu den Definitionen von Sinus. Was wir jetzt brauchen, ist ein Einheitskreis. Und zwar ist es dann ein Kreis mit einem Mittelpunkt, da wo der Lichtstrahl auf die Grenzfläche trifft. Also dort wird dann der
Mittelpunkt sein. Und jetzt müssen wir uns einen Radius ausdenken. Natürlich wäre es möglich, einen Radius von einen Zentimeter zu nehmen. Das wird aber zu einer sehr ungenauen Zeichnung führen. Deshalb habe ich mich für eine Einheit von 4 cm entschieden. Und diese Einheit nenne ich die Längeneinheit, deshalb die Einheit LE. Also nehmen wir jetzt einen Zirkel und stellen den Radius auf 4 cm und jetzt schlagen wir einfach einen Kreis mit dem genannten Mittelpunkt. So, jetzt können wir den Sinus anzeichnen. Jetzt messen wir nach 2 cm. Also, was war nochmal der Sinus? Der Sinus vom Winkel Alpha, also von diesem Winkel, ist einfach die Strecke, die parallel zu dieser Grenzschicht verläuft und sozusagen durch diesen Punkt hier geht. Also da, wo unser Lichtstrahl den Einheitskreis schneidet. Diese Strecke ist Sinus Alpha und die entspricht 2 cm. Notieren wir das. Sinus Alpha sind 2 cm, beziehungsweise in Längeneinheiten, wenn das 0,5, das habe ich jetzt einfach so dazu geschrieben, also im Prinzip auch das, was der Taschenrechner dann ausgegeben hat, dieser Wert 0,5. Im weiteren Verlauf werden wir aber diese 0,5 nicht mehr benutzen. Wir werden einfach die mit Zentimetern rechnen. Der Grund ist, die Zentimeter kann man auf dem Geodreieck besser ablesen. So, was wir jetzt machen müssen, ist den Sinus Beta zu berechnen. Wir fangen wieder mit dem Snelliusschen Brechungsgesetz. Und hier wollen wir den Sinus Beta haben. Was stört, ist der Sinus Alpha im Nenner. Was machen wir? Wir multiplizieren natürlich beide Seiten der Gleichung mit dem Sinus Alpha. Dann kürze ich hier Sinus Alpha raus auf der rechten Seite der Gleichung und kommt im Zähler einfach auf der linken Seite dazu. Wir bekommen also N1 durch N2 mal Sinus Alpha ist Sinus Beta. Und Sinus Beta ist einfach die Strecke, die wir gleich brauchen. Jetzt müssen wir einfach nur die Zahlen einsetzen. N1 ist der Brechungsindex von der Luft, also 1. Und N2 ist der Brechungsindex vom Glas. Und der Sinus Alpha, das haben wir jetzt gerade hier gemessen. Das sind 2 cm. Das schreibe ich mal hier hin. Und jetzt können wir das einfach nur ausrechnen, der Sinus Beta ist ungefähr 1,33 cm, ganz genau wenn es 4 Drittel. So genau werden wir es aber auch nicht zeichnen können. Ich mache da einfach 1,3 cm und ein kleines Stückchen dazu. So, zurück zu der Zeichnung. Ich messe jetzt einfach hier 1,3 cm ab und zeichne senkrecht zu der Grenzschicht einen Strich, eine Linie, die den Einheitskreis schneidet. Und jetzt von diesem Schnittpunkt wieder zum Lot eine Strecke und diese Strecke ist der Sinus Beta. Und das sind 1,33 cm, wobei ich das nie im Leben so genau messen konnte. So, und jetzt ganz wichtig, wir zeichnen eine Linie, eine Strecke von dem Anfang der Glasschicht bis nur bis zum Ende der Glasschicht. Also wir legen das Geodreieck so, dass wir durch diesen Punkt und diesen Punkt gehen. Die Strecke, die wir zeichnen, geht aber nur von da nach da. So, und auch hier wollen wir jetzt den zweiten oder den dritten Teil des Strahls anzeichnen. Und auch hier ist es im Prinzip
das gleiche wie in der bei der ersten Methode. Wir machen das einfach rückwärts und haben den Übergang von dem Glas in die Luft. Das bedeutet, wir müssen von hier aus mit dem Sinus Alpha gleich weiterarbeiten. Dazu zeichne ich wieder ein Lot, da wo der Strahl die Glasschicht verlässt. So, jetzt kommen wir wieder mit einem Einheitskreis. So, jetzt messe ich die 2 cm ab, das ist der Sinus Alpha. Und wieder hier senkrecht zu der Grenzschicht eine Strecke, die den Einheitskreis schneidet. Verbinde den Schnittpunkt mit einer parallelen Linie und durch diese beiden Punkte, einmal hier den Punkt, bei dem der Übergang stattfindet und hier der Punkt, der sozusagen den Sinus Alpha bestimmt, durch diese beiden Punkte, den hier und den hier, zeichnen wir den weiteren Verlauf des Lichtstrahls. So, hier habe ich mich direkt verschrieben. Natürlich war es gemeint, dass es hier die Glasschicht ist. Um zu zeigen, dass beide Methoden relativ ähnliche Ergebnisse liefern, lege ich einfach die Lösung mithilfe der Est-Methode auf diese Methode drauf und dann können wir sie besser vergleichen. So, jetzt liegen sie übereinander. Man hat hier eine kleine Abweichung, also das, was hier dahinter ist, ist die Lösung mit der zweiten Methode. Ich finde aber, die Abweichung ist nicht so groß, deshalb würde ich sagen, beide Methoden liefern im Prinzip das gleiche Ergebnis. Die zweite Aufgabe unterscheidet sich kaum von der ersten Aufgabe. Wir machen die jetzt einfach nur, um das Ganze nochmal zu festigen. Also zu zweitens, Methode Nummer 1, unter Verwendung der Winkel Alpha und Beta. Wir starten mit dem Snelliusschen Brechungsgesetz und lösen die Gleichung nach Sinus Beta auf, weil uns natürlich der Winkel Beta interessiert. Was stört uns? Natürlich der Sinus Alpha in dem Nenner auf der rechten Seite. Also multiplizieren wir beide Gleichungen oder beide Seiten der Gleichung mit Sinus Alpha. Und erhalten auf der linken Seite N1 durch N2 mal Sinus Alpha ist gleich Sinus Beta. Jetzt können wir einfach alles einsetzen, was wir so kennen. N1 ist der Brechungsindex vom Wasser, 1,33. N2 ist der Brechungsindex des Diamanten, also 2,4. Und Alpha sind 40 Grad. Das setzen wir also ein. Nun fragen wir den Taschenrechner, was das so ergibt und kommen auf 0,64. 0,64 ist einfach N1 durch N2 und Sinus von 40 Grad ergibt 0,55 beziehungsweise etwas gerundet. Das ist dann der Sinus von Beta und jetzt müssen wir multiplizieren wir diese Zahlen auf der linken Seite aus und wenden auf beiden Seiten den Arcus Sinus an, damit wir an den Winkel Beta kommen und erhalten einen Winkel von gerundet auf 20,6 Grad. Und nochmal schnell zur Konstruktion. Wir zeichnen eine Grenzschicht. Die obere Schicht ist die Wasserschicht, die untere Schicht ist die Diamantschicht. Und wieder ein Lot und den Richtstrahl unter dem Winkel von 40 Grad. So, der Winkel hieß Alpha. Und jetzt unter dem Winkel von 20,6 Grad, also
etwas mehr als 20 Grad. Unter diesem Winkel zeichnen wir den Strahl, so wie er in der Diamantschicht verläuft. Und auch die zweite Aufgabe möchte ich gerne mit der zweiten Methode lösen, also Methode 2, Verwendung der Strecken Sinus Alpha und Beta. Wir zeichnen die Grenzschicht, Wasserschicht und die Diamantschicht. So, nun kommt wieder ein Lot. Also die senkrechte Strecke zu der Übergangsschicht. Unter dem Winkel von 40 Grad zeichnen wir den einfallenden Strahl. Und jetzt soll es wieder darum gehen, einen Einheitskreis zu zeichnen. Und auch hier eine Längeneinheit sind 4 cm. Worum es jetzt geht, wir müssen den Sinus von dem Winkel Alpha anzeichnen und abmessen. Da mache ich etwas zurück. So, wir sehen hier, da sind 2 cm, 2,5. So, bei etwa 2,6 haben wir den ist das die Länge dieser Strecke, also der Sinus von 40 Grad sind 2,6. So, jetzt das Snelliusche Brechungsgesetz. Und wieder hier wollen wir das Ganze nach Sinus Beta auflösen, also multiplizieren wir beide Seiten der Gleichung mit Sinus von Alpha. Dann erhalten wir N1 durch N2 mal Sinus Alpha ist Sinus Beta. Nun können wir alle Zahlen einsetzen, die wir so kennen. N1 ist 1,33, N2 ist 2,44, Sinus Alpha haben wir gerade gemessen, das sind 2,6 cm, das ergibt den Sinus Beta. Und wenn wir das ausrechnen, kommen wir auf den Sinus Beta von 1,41 cm. Das werde ich in der Zeichnung gleich großzügig auf 1,4 cm abrunden. Also wir müssen jetzt die Strecke von 1,4 cm hier abmessen. Jetzt senkrecht zu der Grenzschicht. Eine Strecke, die den Einheitskreis schneidet. Und von dem Schnittpunkt parallel zu dem Lot den Sinus Beta anzeichnen, die 1,4 cm, und jetzt müssen wir einfach nur diesen Punkt, wo der Strahl von einem Medium das andere Medium übergeht, bis zu diesem Schnittpunkt, das ist der Verlauf des Lichtstrahls in der Diamantschicht. Und nun sind wir im Prinzip fertig. Jetzt können wir wieder beide Ergebnisse vergleichen. Und hier liegen beide Lichtstrahlen deutlich übereinander. Also mit den Ergebnissen beider Varianten bin ich sehr zufrieden.